Der ewige Kampf auf meinem Channel. Dreier Blister gegen Chaos Booster. Auch dieses Mal machen wir es wieder für das Set Astralglanz. Ich bin gespannt, wer diesmal gewinnt. Ich denke, der Dreier Blister hat was gut zu machen, da die Chaos Booster das letzte Mal gewonnen haben. Wie es heute ausgeht, werden wir gleich erfahren. Let's go! Ja, wie bereits angekündigt, gibt es auch in diesem Set Astralglanz wieder den Kampf Dreierblister gegen Kioskblister. Ich habe hier auf der linken Seite zwei Dreierblister, hier von Astral Radiance, also das ist die englische Version. Und hier haben wir sechs Booster, die ich ja, bei meinem lokalen Kiosk gekauft habe. Und wir schauen uns heute an, wer gewinnen wird. Ich würde sagen, letztes Mal haben wir, glaube ich, mit den Dreierblistern angefangen. Deswegen gehen wir heute mal in die einzelnen Kiosk-Booster rein. Und schauen, ob sie gut vorlegen können. Ja, wer das Display-Opening gesehen hat, der hat gesehen, die Hits waren so lala. Und mal gucken, ob wir heute vielleicht aus diesen Random Packs eine Secret Rare-Karte ziehen können. Ich bin gespannt. Natürlich gilt für beide Versionen, dass die Pull-Rate hier komplett random ist. Das heißt, es kann eigentlich alles drin sein, von 6 Regular Rare Karten bis 6 Secret Rare Karten. Deswegen, ja, bleibt es super spannend. Und starten rein, Heatran V, erster Hit. Damit legen die Kiosk Booster schon mal wieder sehr, sehr gut los. Gleich eine Hülle und ja, erster Hit auf der Seite der Kiosk Booster. Mal schauen, ob sie das Tempo dann auch halten können. Wir nehmen den zweiten Booster und schauen, ob hier was drin ist. Bin super gespannt. Ja, deutsche Packs, muss man wieder ein bisschen aufpassen. Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Die kann man leider wieder abwiegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das geht, aber es geht. Regular Rare. Kommt kein weiterer Hit dazu. Ja, finde ich eigentlich sehr schade, weil das war so eine der besten Neuerungen, die es eigentlich gab in letzter Zeit. Dass auch die deutschen Sets nun nicht mehr abzuwiegen waren. Aber schade, dass es wieder geht. Ich hoffe, es ändert sich in den nächsten Sets dann auch wieder in die andere Richtung. Und wir sehen es schon durchschimmern. Unsere erste Karte aus der Trainergalerie. Rexblizzard am Start. Ja, coole Karte. Trainergalerie sowieso. Immer sehr, sehr gern genommen. Also ich sammle tatsächlich auch alle Karten aus der Trainergalerie von den jeweiligen Sets. Weil ich die Karten sehr, sehr schön finde. War ja auch schon in VMAX Climax sehr coole Karten dabei. Und ja, bin gespannt, ob wir die ganzen Karten auch noch bei uns bekommen werden. Oder ob die JP Exclusive bleiben. Wir gehen rein ins nächste Pack. Bisher zwei Hits, ja. Keine aus dem oberen Regal, aber doch Hits. Da blitzt schon der nächste durch. Das Magna Yen. Nächste Trainer-Galerie-Karte. Sehr, sehr stabil auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die Kiosk-Booster lassen sich wieder mal nicht lumpen. Und legen hier schon wieder ganz gut vor. Zwei Packs haben wir noch. Mal schauen, ob wir noch einen dicken Hit hier auch noch rausziehen können. Oder ob es bei den in Anführungszeichen kleineren Hits bleibt. Wäre natürlich schon cool, wenn man hier nochmal vielleicht sogar eine alternative Karte ziehen können, ein alternatives Artwork. Das wäre mega gut. Wie ihr wisst, bin ich da ein sehr, sehr großer Fan von den alternativen Artworks. Ein Fukano, mega Friese. Baldorfisch, das Noctu und dahinter, ja, das Ur-Dialga in V. Cool, unser erster Dialga-Pull, den wir hatten. Wir hatten ja das Palkia V-Star im Display-Opening und jetzt haben wir auch ein Dialga in der Urform.
Ja, ich muss sagen, 5 Booster, 4 Hits, da kann man sich definitiv nicht beschweren. Hätte durchaus schlechter laufen können für meine Packs, die ich am Kiosk gekauft habe. Und wir sind ja noch nicht fertig. Auch hier können wir ja noch was drin haben. Mal schauen, ob das auch der Fall sein wird. Und dann ist natürlich die Frage, was machen unsere Dreierblister? Wir haben einen Voltoball, einen Mantax, ein Selfie und ein Reggie-Steel zum Abschluss. Ja, ich würde sagen, gar nicht schlecht vorgelegt, zumindest was die Quantität angeht, aber jeder dicke Hit kann unsere Dreierblister eigentlich nach vorne bringen. Und da bin ich jetzt gespannt. So, die Blister sind damit geöffnet und wir schauen uns vielleicht erstmal die Promokarten an. Wir haben hier einmal das Felinara, sehr cool und auch immer ein sehr, sehr schöner Holo-Effekt. Finde ich viel besser als die Holo-Karten, die immer in den normalen Sets mit dabei sind. Könnten sie echt mal wieder ein bisschen mehr Wert auf die Holos in den Sets legen, ansonsten werden die einfach, wie bisher auch, links liegen gelassen. Felinara, unsere Promokarte Nummer 1. Und auch die Nummer 2, das Evoli hier auch mit einem sehr, sehr coolen Effekt. Cooles Artwork. Und ja, das ist trotzdem immer ganz cool, wenn die Blister coole Promokarten haben, dann hat man da immer schon einen gewissen Gegenwert, den man hat. Und deswegen ist es auch ein Produkt, was ich sehr gerne kaufe. Gut, fangen wir an. Felinara macht den Anfang mit den 3 Packs. Und ich bin gespannt, ob wir hier was Gutes ziehen können. Da haben wir schon mal eine Wasserenergie. Die Roxanne. Killia. Ja, das heißt, 4 Hits gilt es eigentlich jetzt zu schlagen. Oder wenn es weniger sind, dann muss natürlich die Qualität entsprechend höher sein. Und wir starten rein mit einem Regidrago Regular Rare. Ja, kein optimaler Start. Aber ab jetzt kann es ja auch nur noch besser werden. Mal schauen, was uns das Palkia Pack zurückgibt. Ja, wie ihr gesehen habt, die Preise von dem Set sind aktuell, die von den Einzelkarten ist aktuell sehr, sehr gering. Das heißt, es gibt eigentlich kaum eine Karte, die den Displaypreis wieder reinholt und das, obwohl die Displays bei 110 Euro liegen. Eigentlich sehr, sehr schade, weil so schlecht finde ich das Set nicht, aber es ist halt ähnlich wie bei Kampfstile auch, wo das Despota. Oh, Radiant Hallucha! Sehr cool. Erste Radiant-Karte und dahinter eine Regular Rare. Ja, wo auch das Despota die teuerste Karte aus dem Set ist und ich ja, glaube aktuell so um die 60, 70 Euro liegt, was natürlich nicht reicht, um ein Display reinzuholen. Daher hier erster Hit aus unseren Blistern, ein Radiant Hallucha. Letztes Pack aus dem Felinara Blister. Ja, deswegen empfehle ich auch wieder, öffnet gern ein bisschen was, aber geht nicht zu viel rein. Spart euch das Geld da lieber für das neue Pokémon Go Set oder andere Sachen oder kauft euch die Karten, die ihr möchtet, gerne einzeln. Weil die Pull Rates für zum Beispiel die alternativen Formen von Palkia und Dialga ist auch sehr gering und ja, man braucht schon einige Displays. Radiant Nummer 2, das Greninja jetzt hier. Mega gut. Leider nur eine Regular Rare dahinter. Aber 2 Radiant Pokémon aus einem Dreierblister. Und ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und gerade das Radiant Greninja ist natürlich das Beste der 3. Wir haben Heatran noch dazu. Von daher kann man hier mit dem Dreierblister eigentlich sehr zufrieden sein. So viel zu Felinara. Schauen wir mal, was Evoli uns noch zurückgibt.
Drei Packs haben wir noch. Bisher tatsächlich nur Hits auf dem Reverse-Slot. Ich hoffe, das ändert sich bald. Vielleicht schon in diesem Pack. Und hier ein Rufflet. Quillfish, Rowlet. Nani? Unfassbar, oder? Doppelpull. Und wieder ein Radiant Hawlucha. Damit habe ich es jetzt zum, ja, insgesamt dritten Mal gezogen. Ach ja, sehr cool. Radiant-Karten kann man sich immer freuen. Ich habe es gerade gesagt. Ob ich die Karte jetzt dreimal brauche, ich weiß nicht. Aber wieder ein Hit. Und ich bin auch froh, wenn ich es öfter habe. Dann kann man es zumindest auch mal tauschen. Das heißt, ich kann mir sehr wahrscheinlich das Heatran dann auch noch ertauschen. Sollte es nicht jetzt auch noch in diesem Pack sein. Weil anscheinend haben wir ja gerade einen Radiant-Lauf. Ja, aber jetzt back-to-back Radiant-Karten. Mega gut. Puchiana, Bravery und wieder keiner. Pack Nummer 5 hat auch hier keinen dicken Hit parat. Und damit haben wir noch einen Booster. Und wir schauen rein, ob wir nochmal Last Pack Magic herzaubern können. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was das letzte Pack uns zu bieten hat. Fokus ist auch wieder da. Quilava. Ein Sichlor. Evoli. Passend zu unserem Blister-Promokarte. Wir haben den Teddy. Wir haben einen Mantine. Und again. Und der letzte Hit für den heutigen Tag ist... Nope. Ein Regileaky Regular Rare. Ja, leider kein dicker Hit mehr dabei gewesen. Aber drei Radiant-Karten aus zwei Dreier-Blistern. Ihr seht, so selten sind die anscheinend gar nicht. Naja, haben wir hier natürlich sehr viel Glück gehabt. Und, ja, wer hat nun gewonnen? Ich würde sagen, obwohl wir aus den Kiosk-Boostern einen Hit mehr hatten, bin ich trotzdem bei den Dreier-Blistern. Drei Radiant-Karten sind sehr, sehr stark. Das Radiant Greninja ist auch gerade so um die 5 Euro und daher auch die wertvollste Karte von den gezogenen. Ja, somit gleichen die Dreier-Blister zum 1:1 aus. Und wir schauen beim nächsten Set wieder, wie das Duell dann ausgehen wird, wenn es wieder heißt Dreier-Blister gegen Kiosk-Booster. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen, lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.